So, wie ihr vielleicht bemerkt habt, in der alten Folge, das ist in der vorigen Folge, ist Gothic abgeschmiert und ich musste jetzt ein bisschen cheaten, damit Balocor mir wieder folgt, aber jetzt läuft er mir tatsächlich wieder hinterher. Da muss ich jetzt echt ein bisschen cheaten. Das ist ein bekannter Fehler hier im Ork-Grab, aber solange man es ja wegcheaten kann, ist ja alles okay. Und wenn es eigentlich ein Cheat gibt, dass man sich ein Buch hercheaten kann, nämlich genau dieses hier, zwinge Balocor in den Follow-Mode, dann weiß eigentlich Piranha Bytes über den Fehler Bescheid, aber warum sie den nie behoben haben, weiß ich nicht. So, Balocor, redest du jetzt mit uns hier? Oh Gott, das braucht mal ewig wieder her. Bisschen schneller, komm schon Balocor, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ja und? Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Okay. Wenn er meint, dass das funktioniert. Orkischer Teleportzauber. Ist auf der 5. Na, Halleluja. Ach, kein Mana. Dann trinken wir ein bisschen was. So. Auf geht's. Gibt's jetzt irgendwo einen Schalter? Eine Winde, perfekt. Womit der untätige Balocor auch mitgehen kann und teilhaben kann hier an unseren Entdeckungen. Verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja, folgst mir und tust wieder nichts, lieber Baal. Vielleicht hängst du dich dann wieder im schlimmsten Fall auf. Du hast gar keine Lust mehr weiterzugehen. Wie immer halt. Nachtschatten, Nachtschatten, Nachtschatten. Die nehmen wir mit, wenn die hier schon so penetrant wachsen. Sonst ist ja mal nichts. Hier auch nichts. Hier auch nichts. Eine Grabkammer. Das ist schon der Teil, wo ich mich immer weniger erinnern kann, was hier los ist. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Stirb du doch. Ach, Baal, das ist ein großer... Oh, der hält aber viel aus. Er wird keine Ruhe geben. Lebe wohl, Balocor. Lichtschwert. Was hat er so mitgehabt? Gar nichts.
Was haben wir hier oben? Das sieht... Todbringer, das klingt ja schon mal sehr gut. Gut, Baloko ist durchgedreht. Furchtbringer, Kriegsschwert. Wie schlecht ist der Todbringer? Hä? Todbringer? Lustiges Bastardschwert. Hier. Bist du... das ist ein Einhänder. 48 Schaden. Was war da? Sicher das gestanden? Nein, okay. Was? Ich sehe zwar hier gar nichts, aber ist anscheinend noch nichts. So, was jetzt? Baloko hat einen Verstandsverlust. Ich glaube, dass er. Zu guter Letzt griff er mich völlig wahnsinnig geworden auch noch an. Der Koranger wird mich bestimmt große Sorgen machen, wenn er hiervon erfährt. Also zurücklatschen den ganzen Weg. Und eigentlich mit niemandem zurückkehren, alle tot. Natürlich stehen da zwei Templer, aber die sollten ja eigentlich auch tot sein. Aber der Todbringer, das finde ich cool. Noch bessere Waffe. Und wir haben, habt ihr das gesehen, wie viel wir ausgehalten haben gegen Kobalukor? Das freut mich ein bisschen. Das ist immer das Schöne an allen Spielen von Piranha Bytes, egal ob Gothic oder Risen, dass man bei irgendeinem Zeitpunkt so richtig merkt, ah, jetzt sind wir stark, jetzt sind wir dabei, jetzt müssen wir nicht mehr so viel fürchten. Es gibt natürlich immer noch Viecher, die uns niedermachen, wie wir auch Orks noch immer brandgefährlich sind. Aber wir können uns sonst eindeutig besser als normal zur Wehr setzen. Gibt es da eigentlich noch was in der Nische? Ein Schalter? Was habe ich damit jetzt geöffnet? Ach egal, wir gehen jetzt einfach nur noch raus hier. Raus hier? Raus hier, da ist raus. Raus aus der Buggy... aus dem Buggy-Ork-Friedhof. Kipp um Ork, du wirst nicht mehr aufstehen. Ja, jetzt haben wir wieder einen längeren Weg vor uns hier. An sich müsste man von hier auch einen wunderbaren Ausblick aufs Sumpflager haben. Na bitte. Wunderbar, wir könnten theoretisch auch... Ah, das riskiere ich jetzt lieber nicht. Das ist es echt nicht wert, um eine Abkürzung zu suchen. Uns den Versuch ins Wasser zu stürzen, das ist wirklich nicht wert. Natürlich könnten wir uns hier runterstürzen. Geronimo! Und wir werden mitgerissen vom Strom, vom Fluss. Das finde ich cool, das muss man echt sagen. Da sollten wir... Tja, das war's, Leute. Oh Gott! Glück gehabt. Rauf. So. Konnten wir also doch noch eine kleine Abkürzung nehmen. Ja, blöde Abkürzung, weil jetzt werden wir da immer ewig langsam rumlatschen durch den Sumpf. Das geht sich aber fast aus. Es geht. Ach,
Jetzt haben wir das Problem hier. Mal irgendwo. Wir können ja hier nicht raussprengen aus dem Wasser. Hallo? Danke. Eieieiei, das Spiel hat ja doch noch einige Fehler, das kann ich mich gar nicht erinnern. Mich irgendwie verdrängt. Hey Talos. Ach Gott. Hätte ich bloß das nicht getan. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Oh, gibt's eh nichts mit ihm zu besprechen, schade. Kuranga. Ich war am Ork-Friedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Bal-Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Bal-Lukur völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Bal-Lukur in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Ja, und ja genau, wie steht's um ihn? Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Klingt ja an sich leicht. Nur wo finde ich die? Kann ich das nochmal vielleicht in Fragen? Was für welche müssen das denn sein? Wo findet man solche Pflanzen? Suche im Sumpf hinter dem Lager. Du musst sehr tief hineingehen, aber pass auf, dass dich die Sumpfhaie nicht erwischen. Und jetzt verliere nicht noch mehr Zeit. Geh! Nein, ich will noch wissen, wie ich sie erkenne. Wie kann ich diese Kräuter erkennen? Sie sehen aus wie ein Stern und tragen 8 grüne und orangefarbene Blätter. Nun geh aber los. Ja, jetzt bin ich zufrieden, danke. Sieht ja also aus wie, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Rabenkraut. Ich weiß es gar nicht, aber wir werden die schon finden. Und ich denke, wenn wir schon Orks so halbwegs gut schaffen, schaffen wir es zum Feier locker. Ich hoffe, ich übernehme mich da jetzt nicht und rede einen Blödsinn. Also auf geht's, hinterm Lager. War ich schon lange nicht mehr im Sumpf hier. Wie im Let's Play hier war ich noch gar nicht im Sumpf, oder? Noch kein einziges Mal. Sag mir bitte nicht. Okay, perfekt. Ich dachte, ich muss jetzt runterspringen oder so. So ungeschickt. Bist du ein normaler Templer? Nein, Gorna ran. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Kann ich dich weiter ablenken? Nein, okay. So.